Ezio Auditore. Tapfer von euch, sich mir alleine zu stellen, aber auch recht töricht. Assassine. Und somit herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play auf der Zocker-Crew. Diesmal wieder mit mir, Grievous. Und ja, nach all den Jahren, in denen Assassin's Creed 2 schon fertig ist, Brotherhood, wie versprochen. Ich bin tatsächlich, ursprünglich wollte ich eigentlich Origins als Projekt machen, aber da hatte ich bei den Testaufnahmen solche Probleme, dass ich gesagt habe, ach komm, fuck it. Ich hätte halt gezögert, Brotherhood aufzunehmen, weil... Juhu! Nein, nicht deswegen, sondern weil ich ja weiß, dass es halt... Daniels Lieblingstitel der Reihe ist und er den eigentlich hier im Let's Playen wollte. Aber naja, im Endeffekt ist ja eh ein Zocker Crusade, ein Gemeinschaftskanal. Und ich hatte halt nachgefragt und er meinte, ja, es ist okay, wenn ich es mache. Und im Endeffekt sagst du mir so, ich hätte ja auch gerne die Sly-Reihe Let's Played, aber da war er halt einfach mal schneller, ne? Also ist das alles, ist alles fair, läuft alles im fernen Rahmen. Und ich würde sagen, ohne größere Umschweifel, fangen wir mal direkt an. So, yep, neuer Sitzungsname. So, wer auch sonst, ne? Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich. Banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerung meiner Vorfahren. Entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerung des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren, aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles, das ist meine Geschichte. Thank you.
Wie habt ihr mich gefunden? Mario Auditore führte mich her. Rebecca, was ist los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. So, jetzt mal ganz ehrlich. Die Frage, die sich, glaube, jeder gestellt hat bei diesem Anfang. Wer hat in diesen 0,5 Sekunden zwischen dem Ende von Teil 2 und dem Beginn von Brotherhood eigentlich diese Bühnen gewischt? Die waren am Ende von Teil 2 niemals so sauber, dass man wirklich seine eigene Spiegelung sehen konnte. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Wer war das? Ne? Wer? Besser im Schoß der Erde, als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! Und Rodius Papst... Oh Gott, Rodius Papst... Probe liegt auch schon wieder halb verglitscht am Boden. Jetzt auch, das hat am hier im Roman von Brotherhood, der so gesehen der ganzen Menge... Dinge halt beschreibt, die man im Spiel sowieso nicht gesehen hatte. Ich habe dazu gesehen, dass sich Rodrigo halt am Ende von Teil 2 hat mit Cantarella, also mit so einer Arsenform, von die es eventuell auch nicht wirklich gegeben hat in der realen Welt, das Leben genommen hat, dadurch, dass er halt nicht damit klarkommen kann, kommt es nicht der Prophet zu sein, sondern halt Ezio. Und dieses Gift, das hat zuerst hier von Carlo Grimaldi, also hier von diesem Grantelbart-Verschnitt in Teil 2 gegen den Doge von Venedig eingesetzt wurde. Das ist quasi in diesem Spieler Standardgift der Borgia. Ja, das gute alte Brotherhood Adlerauge. Gott sei Dank ist es im Brotherhood beim Adlerauge noch so, dass hier egal was du machst, egal wie schnell du dich bewegst, das Adlerauge bleibt intakt. Das heißt, wenn ich kämpfe, wenn ich renne, das Adlerauge ist immer da und schaltet sich einfach automatisch ab wie in den späteren Teilen. Super. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleibt mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Okay, und die Datenbank, bevor die Frage aufkommt, ich werde die Datenbank noch machen. Aber ich werde zumindest nicht quasi am Ende einer jeden Aufnahme einen riesigen Datenbank-Part machen, weil das Problem ist, die
Datenbank-Einträge, die reißen einen schon normalen Spielverlauf immer aus dem Geschehen raus und im Let's Play wäre es halt noch mal störender, deswegen kommen die ganz am Ende einer jeden Aufnahme. Assassini, Gott wird euch für eure Sünden strafen. Ihr habt diese heilige Stätte geschändet. Ihr verdammt, was ihr nicht versteht. Wir müssen gehen, Ezio, los. So, und für diese Respektlosigkeit werdet ihr jetzt erstmal strafen. So. Hier. Tja, sie werden sich nicht nur abwenden, sie werden sich von mir abrollen, wenn sie erstmal zum Boden fallen. So. Ich würde mal sagen, das reicht erstmal. Kann ich die... Nein, schade, ich kann sie nicht mit dem Schwert angreifen. Juhu! Hat Rodrigo dich verletzen können? Kaum. Meine Rüstung schützte mich. Tja, Alter, jetzt Rüstung war einfach mal die beste Finalrüstung in jedem Assassin's Creed. Also, da ging es ja die finale Rüstung Brotherhood. Leider, auch wenn sie von den Werten ja identisch ist, ziemlicher Scheiß, also zumindest vom Look her. Sei bereit zum Kampf. Was tut ihr denn? Dich retten, so wie es aussieht. Nicht schlecht, alter Mann. Stimmt, du kannst es immer noch. Buona questa. Exzellent. Sehr gut. Ups, jetzt habe ich aus dem Mario getroffen. Vor allem auch, ach schade, jetzt kann man es sehen. Cooles Detail ist quasi, wenn ich mit dem Adleraugenmodus kämpfe, da kam dann das Blut, was am Schwert klebt, leuchtet ebenfalls rot wie die Feinfarbe. Auch ein nettes Detail. Und generell dieses Kampfsystem aus Brotherhood und Revelations ist einfach mal so etwas von dermaßen OP. Das heißt, wenn ich einen einzigen Killer lange, kann ich halt, leuchtet es jetzt? Nein, schade. Kann ich halt so lange eine Kill-Serie fortsetzen, bis ich wieder getroffen werde. Das ist schon wirklich... Oh, schon fast wieder unfair. Aber es macht höllisch Spaß. Es macht wirklich höllisch Spaß, weil das auch so das Gefühl, dass Ezio jetzt halt so dermaßen stark ist, dass halt nur noch sehr wenige ihm überhaupt noch was anhaben können. So, und... Ja, wer... Hätte er fast schon wieder geklappt. Oh, achso, das war der... Ja, komm. Guck, hab ich auch schon den... Ja, Tatsache, ich hab ihn schon. Ich habe auch schon den Dolch. Oder ist es... Nee, es ist sogar das... Nee, ist das schade. Ich dachte, das wäre das Fleisch. Aber es ist die gekerbte Ochsenzunge. Na gut, okay, vielleicht, weil alle, die Teil 2 und Brotherhood kennen, wissen, nichts geht über das Fleischermesser. Also wenn du das Fleischermesser hast, hast du gewonnen. Danach brauchst du gar keine Waffe mehr. Nach dem Fleischermesser hast du einfach mal gewonnen. Juhu! Und vor allem der Start, den man gerade gesehen hat von Rodrigo, hier, der gerade im Boden verschwunden ist, den wird man auch niemals wiedersehen. Also es gibt im Verlauf der Reihe halt noch mehrere Stäbe und dann haben halt den Stab von Alexander dem Großen aus Origins, der genau die gleichen Funktionen hatte. Dann gab es ja noch den Stab von Moses, mit dem halt das Rote Meer geteilt hatte. Und halt noch den Stab von Hermes aus Odyssey, der so gesehen im Träger halt die... zumindest so lange am Leben erhält, bis er sich halt entscheidet, ihn freiwillig abzugeben. Also sprich sowas wie eine Art Quasi-Unsterblichkeit. Mario? Ezio, du sollst dich auf seinen Booty schoten, du sollst hochklettern, genau. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Bene. Spring!
Und dann sprach Minerva von der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh. Vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Tja, Ezio freut sich jetzt so schön auf seinen Ruhestand, aber leider müssen wir noch 2 Vollpreistitel füllen, nicht wahr? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Ja, wundert euch nicht, wenn der Umgang so seltsam aussieht. Das ist quasi bei Brotherhood Standard. Also in Teil 2 hat der Umgang ja noch richtige Physics, dass er halt auch am Körper runtergleitet. Aber hier im Laufen sieht das schon schrecklich aus. Aber beim Reiten, dass der so steif ist wie ein Brett, wirklich nur 2 Frames hat. Hoch, runter, ist auch in der PS3-Version leider normal. Also den Umhang haben sie im Brotherhood so verkackt, dass sie ihn in Revelations erst gar nicht mehr benutzt haben. Da hat Ezio auch wieder ein komplett anderes Outfit. Und man kann endlich mit den Pferden in Städten reiten. Ist das nicht schön? Ist das Willkommen nicht toll? Zurück, Ezio. Oh, Madonna. Ezio! Da, das ist Ezio! Lasst mich sehen! Buongiorno! Salve, Mario! Schön, nach Hause euch zu die kommen. Beiden nur an. Felice anno nuovo! Dieser Ort macht sich langsam. Nur dank dir. Bruder! Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen.